108 Tage bis zur Bundestagswahl. Bis dahin kann noch jede Menge passieren. Doch dann Fettnäpfchen. Die Benzinpreisdebatte, irreführende Angaben im Lebenslauf, verspätet gemeldete Nebeneinkünfte. Das kratzte am Image, das kostete Zuspruch. Wer wäre als Bundeskanzler oder Kanzlerin geeignet? Während bei Armin Laschet der Zuspruch steigt, während auch immer mehr Olaf Scholz das Kanzlersein zutrauen, erlebt Baerbock einen Absturz. Statt 43 sagen nur noch 28% ja, sie kann Kanzlerin.